Hallo Leute, ich bin Daniel, euer Deutschlehrer von Like Germans. Wie ihr im letzten Video erfahren habt, ist Lisas Zwillingsschwester Lara bzw. Clara eine Lügnerin. Aber niemand glaubt Lisa. Zum Glück hat Lisa so eine gute Freundin wie Sarah, die einen Spion kennt. Schaut euch das Video bis zum Schluss an, um zu erfahren, wer die wirkliche, richtige Schwester von Lisa ist. Und natürlich auch, um unsere Quizfrage in den Kommentaren zu beantworten. Falls ihr unsere Geschichten feiert, wir haben ein Buch namens German Easy Reader for Beginners geschrieben. Wir möchten euch zwei Geschichten aus dem Buch schenken. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist auf den ersten Link in der Videobeschreibung zu klicken und das kostenlose E-Book herunterzuladen. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem heutigen Video. Auf geht's! Ich werde allen die Wahrheit erzählen. Ich werde allen die Wahrheit erzählen. Bitte tu das nicht. Bitte tu das nicht. Verschwinde aus meinem Leben, Clara. Verschwinde aus meinem Leben, Clara. Papa, wir müssen reden. Papa, wir müssen reden. Natürlich, Lisa. Was ist los? Natürlich, Lisa. Was ist los? Clara ist nicht die, für die du sie hältst. Clara ist nicht die, für die du sie hältst. Was meinst du damit? Was meinst du damit? Clara ist nicht wirklich meine Schwester. Clara ist nicht wirklich meine Schwester. Sie ist eine Lügnerin. Sie ist eine Lügnerin. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Bist du wieder eifersüchtig auf sie? Bist du wieder eifersüchtig auf sie? Nein, ich bin nicht eifersüchtig. Nein, ich bin nicht eifersüchtig. Ich versuche dir zu sagen, dass Lara lügt. Ich versuche dir zu sagen, dass Lara lügt. Ihr richtiger Name ist nicht einmal Lara. Ihr richtiger Name ist nicht einmal Lara. Sie heißt in Wirklichkeit Clara. Sie heißt in Wirklichkeit Clara. Sie wollte mir mein Leben klauen. Sie wollte mir mein Leben klauen. Warum kannst du sie nicht einfach akzeptieren, Lisa? Warum kannst du sie nicht einfach akzeptieren, Lisa? Wieso musst du dir solche Geschichten ausdenken? Wieso musst du dir solche Geschichten ausdenken? Sie hat es schon zugegeben, Papa. Sie hat es schon zugegeben, Papa. Wieso glaubst du mir nicht? Wieso glaubst du mir nicht? Sag ihm sofort die Wahrheit, Clara. Sag ihm sofort die Wahrheit, Clara. Was meinst du, Lisa? Was meinst du, Lisa? Sag ihm, wer du wirklich bist. Sag ihm, wer du wirklich bist. Ich bin Lara, deine Schwester. Das weißt du doch. Ich bin Lara, deine Schwester. Das weißt du doch. Sag ihm die Wahrheit oder ich werde dich hauen. Sag ihm die Wahrheit oder ich werde dich hauen. Papa, warum ist Lisa so böse zu mir? Papa, warum ist Lisa so böse zu mir? Jetzt reicht es, Lisa. Jetzt reicht es, Lisa. Hör auf,
so unfair zu deiner Schwester zu sein. Hör auf, so unfair zu deiner Schwester zu sein. Du hast eine Woche Hausarrest. Du hast eine Woche Hausarrest. Warum bekomme ich jetzt Ärger? Warum bekomme ich jetzt Ärger? Sie ist die Böse, nicht ich. Sie ist die Böse, nicht ich. Komm, Lara, wir gehen ein Eis essen. Komm, Lara, wir gehen ein Eis essen. Okay, Papa. Okay, Papa. Ein paar Stunden später. Ein paar Stunden später. Hey, Sarah, du wirst es nicht glauben. Hey, Sarah, du wirst es nicht glauben. Was ist denn los, Lisa? Was ist denn los, Lisa? Hast du kurz Zeit oder störe ich dich gerade? Hast du kurz Zeit oder störe ich dich gerade? Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Erzähl mir, was los ist. Erzähl mir, was los ist. Lara ist eine Lügnerin. Lara ist eine Lügnerin. Ich wusste es. Ich wusste es. Ihr richtiger Name ist gar nicht Lara. Ihr richtiger Name ist gar nicht Lara. Sie ist auch nicht wirklich meine Schwester. Sie ist auch nicht wirklich meine Schwester. Wer ist sie dann? Wer ist sie dann? Sie will mir mein Leben klauen. Sie will mir mein Leben klauen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, und weißt du, was das Schlimmste ist? Ja, und weißt du, was das Schlimmste ist? Was ist es? Was ist es? Mein Vater glaubt mir nicht. Mein Vater glaubt mir nicht. Er steht immer auf Laras Seite. Er steht immer auf Laras Seite. Wahrscheinlich fühlt er sich schuldig. Wahrscheinlich fühlt er sich schuldig, weil er deine Schwester damals vernachlässigt hat. Weil er deine Schwester damals vernachlässigt hat. Ja, das kann sein. Ja, das kann sein. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Sie wohnt bei mir. Sie wohnt bei mir. Hast du schon versucht, mit deiner Mutter zu sprechen? Hast du schon versucht, mit deiner Mutter zu sprechen? Nein, das ist aber eine gute Idee. Nein, aber das ist eine gute Idee. Vielleicht glaubt sie dir ja. Vielleicht glaubt sie dir ja. Du hast recht. Du hast recht. Ich werde versuchen, mit ihr zu reden. Ich werde versuchen, mit ihr zu reden. Alles klar. Alles klar. Sag mir dann Bescheid, wie es war. Sag mir dann Bescheid, wie es war. Das mache ich. Das mache ich. Wann gehst du jetzt nach Australien? Wann gehst du jetzt nach Australien? Meine Eltern haben den Umzug verschoben. Meine Eltern haben den Umzug verschoben. Wir fliegen erst in 2 Wochen. Wir fliegen erst in 2 Wochen. Alles klar. Ich werde jetzt mit meiner Mutter sprechen.
Alles klar, ich werde jetzt mit meiner Mutter sprechen. Ich melde mich danach bei dir. Ich melde mich danach bei dir. Okay, Lisa, viel Erfolg. Okay, Lisa, toi, 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 viel Erfolg. Danke für die Hilfe, Sarah. Danke für die Hilfe, Sarah. Das mache ich doch gerne. Das mache ich doch gerne. Mama, ich muss mit dir reden. Mama, ich muss mit dir reden. Es ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig. Natürlich, mein Liebling. Natürlich, mein Liebling. Was gibt es denn? Was gibt es denn? Bitte versprich mir, dass du mir glauben wirst. Bitte versprich mir, dass du mir glauben wirst. Okay, ich verspreche es dir. Okay, ich verspreche es dir. Lara ist nicht meine Schwester. Lara ist nicht meine Schwester. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Sie ist eine Betrügerin, Mama. Sie ist eine Betrügerin, Mama. Und sie nutzt uns nur aus. Sie nutzt uns nur aus. Jetzt verstehe ich, warum dein Vater dir Hausarrest gegeben hat. Jetzt verstehe ich, warum dein Vater dir Hausarrest gegeben hat. Warum machst du es uns so schwer? Warum machst du es uns so schwer? Du wirst deine Schwester akzeptieren müssen. Du wirst deine Schwester akzeptieren müssen. Warum glaubt mir denn niemand? Warum glaubt mir denn niemand? Sarah, es hat nicht funktioniert. Sarah, es hat nicht funktioniert. Deine Mutter hat dir nicht geglaubt? Deine Mutter hat dir nicht geglaubt? Nein, sie steht auf Claras Seite. Nein, sie steht auch auf Claras Seite. Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. An was hast du gedacht? An was hast du gedacht? Wir müssen deine richtige Schwester finden. Wir müssen deine richtige Schwester finden. Wie meinst du das? Wie meinst du das? Wenn wir die richtige Lara finden, müssen deine Eltern dir glauben. Wenn wir die richtige Lara finden, müssen deine Eltern dir glauben. Wie sollen wir sie finden? Wie sollen wir sie finden? Ich kenne da jemanden, der uns helfen kann. Ich kenne da jemanden, der uns helfen kann. Er ist ein Spion und arbeitet für meinen Vater. Er ist ein Spion und arbeitet für meinen Vater. Okay, super. Okay, super. Ich werde mit ihm sprechen. Ich werde mit ihm sprechen. Alles klar. Sehen wir uns dann morgen in der Schule? Alles klar. Sehen wir uns dann morgen in der Schule? Ja, genau. Bis morgen, Lisa. Ja, genau. Bis morgen, Lisa. Einen Tag später. Einen Tag später. Hey, Sarah, hast du mit dem Spion gesprochen? Hey, Sarah, hast du mit dem Spion gesprochen? Ja,
Das habe ich. Ja, das habe ich. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe gute Neuigkeiten. Er hat die richtige Lara gefunden. Er hat die richtige Lara gefunden. Was? Wirklich? Was? Wirklich? Das ging aber schnell. Das ging aber schnell. Ja, er ist ein sehr guter Spion. Ja, er ist ein sehr guter Spion. Wo ist Lara? Wo ist Lara? Sie ist auch hier in München. Sie ist auch hier in München. Perfekt, perfekt. Sie geht aber auf eine andere Schule. Sie geht aber auf eine andere Schule. Lass uns dahin gehen. Lass uns dahin gehen. Okay, ich bin dabei. Okay, ich bin dabei. Hier ist also Laras Schule. Hier ist also Laras Schule. Ja, das hat der Spion gesagt. Ja, das hat der Spion gesagt. Wie finden wir sie jetzt? Wie finden wir sie jetzt? Er hat mir ein Bild von ihr gezeigt. Er hat mir ein Bild von ihr gezeigt. Ich werde sie erkennen. Ich werde sie erkennen. Sie geht anscheinend in die vierte Klasse. Sie geht anscheinend in die vierte Klasse. Also müssen wir nur ihr Klassenzimmer finden? Also müssen wir nur ihr Klassenzimmer finden? Ja, das wäre gut. Ja, das wäre gut. Okay, auf geht's. Okay, auf geht's. Da vorne sind ein paar Zimmer. Da vorne sind ein paar Zimmer. Ich glaube, ich sehe ein Schild. Ich glaube, ich sehe ein Schild. Da steht vierte Klasse drauf. Da steht vierte Klasse drauf. Perfekt, lass uns da hingehen. Perfekt, lass uns da hingehen. Was macht ihr zwei denn hier? Was macht ihr zwei denn hier? Ihr gehört nicht zu unserer Klasse. Ihr gehört nicht zu unserer Klasse. Entschuldigen Sie bitte, wir suchen jemanden. Entschuldigen Sie bitte, wir suchen jemanden. Wen sucht ihr denn? Wen sucht ihr denn? Wir suchen Lara Peters. Wir suchen Lara Peters. Ist hier eine Lara Peters in der Klasse? Ist hier eine Lara Peters in der Klasse? Ja, das bin ich. Ja, das bin ich. Was wollt ihr denn von mir? Was wollt ihr denn von mir? Du musst bitte kurz mitkommen, Lara. Du musst bitte kurz mitkommen, Lara. Es ist eine lange Geschichte. Es ist eine lange Geschichte. Aber ich brauche dringend deine Hilfe. Aber ich brauche dringend deine Hilfe. Ich kenne dich doch gar nicht. Ich kenne dich doch gar nicht. Ich erkläre dir alles auf dem Weg. Ich erkläre dir alles auf dem Weg. Bitte komm kurz mit. Bitte komm kurz mit. Es ist wirklich wichtig.
Es ist wirklich wichtig. Darf ich mit den beiden mitgehen, Frau Kunze? Darf ich mit den beiden mitgehen, Frau Kunze? Ja, das darfst du, Lara. Ja, das darfst du, Lara. Aber du musst in 2 Stunden wieder hier sein. Aber du musst in 2 Stunden wieder hier sein. Okay, in 2 Stunden bin ich wieder da. Okay, in 2 Stunden bin ich wieder da. Möchtest du heute noch ein Eis essen, Lara? Möchtest du heute noch ein Eis essen, Lara? Ja, das wäre toll, Mama. Ja, das wäre toll, Mama. Natürlich, du bekommst alles, was du möchtest. Natürlich, du bekommst alles, was du möchtest. Ich habe euch lieb, Mama und Papa. Ich habe euch lieb, Mama und Papa. Wir haben dich auch lieb, mein Schatz. Wir haben dich auch lieb, mein Schatz. Was macht ihr denn hier? Was macht ihr denn hier? Und wer ist deine neue Freundin, Lisa? Und wer ist deine neue Freundin, Lisa? Das ist nicht irgendeine Freundin, Papa. Das ist nicht irgendeine Freundin, Papa. Das ist die richtige Lara. Das ist die richtige Lara. Nein, das kann nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Stimmt das, Lara? Stimmt das, Lara? Sie trägt eine Perücke und Kontaktlinsen. Sie trägt eine Perücke und Kontaktlinsen. So sieht Clara wirklich aus. So sieht Clara wirklich aus. Sie ist nicht eure Tochter. Sie ist nicht eure Tochter. What? Es tut uns so leid, Lisa. Es tut uns so leid, Lisa. Wir wollten es nicht wahrhaben. Wir wollten es nicht wahrhaben. Aber du hattest recht. Aber du hattest recht. Du bist also die richtige Lara? Du bist also die richtige Lara? Hallo, ich bin Lara Peters. Hallo, ich bin Lara Peters. Lisa hat mir die Geschichte erzählt. Lisa hat mir die Geschichte erzählt. Ihr seid also meine richtigen Eltern. Ihr seid also meine richtigen Eltern. Es tut uns so leid, Lara. Es tut uns so leid, Lara. Wir waren damals nicht für dich da. Wir waren damals nicht für dich da. Wir möchten aber jetzt für dich da sein. Wir möchten aber jetzt für dich da sein. Meine Eltern haben mir schon gesagt, dass ich adoptiert bin. Meine Eltern haben mir schon gesagt, dass ich adoptiert bin. Ich hätte nicht gedacht, dass ich meine richtigen Eltern treffen werde. Ich hätte nicht gedacht, dass ich meine richtigen Eltern treffen werde. Möchtest du Teil von unserer Familie werden, Lara? Möchtest du Teil von unserer Familie werden, Lara? Wir werden uns gut um dich kümmern. Wir werden uns gut um dich kümmern. Das versprechen wir dir. Das versprechen wir dir. Das muss ich mir noch überlegen. Das muss ich mir noch überlegen. Eigentlich habe ich ja schon 2 Eltern. Eigentlich habe ich ja schon 2 Eltern. Aber ich hätte wirklich gerne eine Schwester. Aber ich hätte wirklich gerne eine Schwester. Und eine neue beste Freundin. Und
eine neue beste Freundin. Natürlich, ich bin immer für dich da, Lara. Natürlich, ich bin immer für dich da, Lara. Vielen Dank, Lisa. Vielen Dank, Lisa. Frage für euch. Wie heißt Laras Lehrerin? A. Frau Peters, B. Frau Polnikova oder C. Frau Kunze? Schreibt einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.